Hallihallo und willkommen zur zweiten Folge von Neymars Road to Glory. Und ja, nachdem wir ja letzte Episode relativ erfolgreich mit zwei Siegen gestartet sind, habe ich mir natürlich den Luxus gegönnt, zwei neue Innenverteidiger zu kaufen. Einfach um so schnell wie möglich diese 99 Chemie zu bekommen, um einfach schnell zur nächsten Stufe, dem raren oder glitzernden Bronze-Team hochzugehen. Denn da, wir wollen natürlich so schnell wie möglich wenigstens mal zu Silber kommen. Mit Silber komme ich ja ganz gut zurecht. Das heißt, bis wir da sind, ja, wird es so ein bisschen kritisch mit meinen eigenen Spielern. Ich denke mal, bei so Preisen wie 150 bis 500 Münzen für diese Non-Rare-Spieler ist da eigentlich das Ganze schon relativ schnell möglich, sollten wir jetzt bald mal aufsteigen. Und mit zwei Siegen in zwei Spielen ist das ja auf jeden Fall eine ganz gute Basis. So, drittes Spiel. Wir kommen leider Gottes wieder gegen ein Goldteam. Anscheinend will keiner mit Bronze-Teams spielen in dieser Liga, abgesehen vom ersten Gegner. Trotzdem wieder keine gute Chemie. Erste Großchance nach 2 Minuten. Der darf schon mal ganz gerne drin sein. Die Chance war auf jeden Fall nicht schlecht, aber Neymar scheitert alleine vom Keeper. Nach der Ecke kriegen wir den mal fast sogar im Tor unter. Allerdings landet der Ball gleich wieder bei Neymar. Und diesmal gibt er sich keine Blöße und pfeffert das Ding unter die Latte. 3. Minute, 1:0. Der Führungstreffer. Und ja, ich denke mal, da wir gerade mal die zweite Episode haben, muss ich nicht sagen, wer neu dazukommen ist, wie es ungefähr funktioniert. Aber der guckt einfach nur die erste vorbei. Aber ab und zu werde ich es, denke ich, gar nicht nochmal erwähnen, da einfach, denke ich mal, ab und zu noch neue Leute dazukommen. Aber bei der zweiten Episode kann man sich gerne nochmal die erste vorher angucken, wo ich nochmal alles erkläre, wie das Ganze funktioniert wäre. Und das hier ein super geiles Tor gewesen wäre, wer die zwei da aussteigen lässt und dann ist der Keeper, ich glaube, Diego Lopez im Tor, doch ziemlich stark da. Aber ihr merkt schon, es geht eigentlich natürlich alles über Neymar. Das ist am Anfang in meinen Augen total klar. Warum sollte ich das nicht machen? Erstens mal ist es Neymars Road to Glory. Da geht es natürlich auch darum, mit Neymar ziemlich viele Tore zu schießen. Andererseits habe ich nur so komische Bronzespieler, die auf alle nur auf 5, maximal 4, 5 Chemie sind. Das heißt, die Spieler sind nicht mal ansatzweise so gut wie so Spieler auf 9 Chemie, aber das dürfte ja klar sein. Deswegen läuft natürlich auch alles über Neymar. Der ist auf 7 Chemie, ist ein Goldspieler und ist natürlich der Superstar dieses Teams. 3:1 mittlerweile, nachdem der Gegner sogar kurz nochmal zurückgekommen ist. Dann unser Stürmer Thomas, der, wo ich nicht mal weiß, ob er rechts oder linksfuß ist. Also das weiß ich bei den ganzen Spielern einfach noch gar nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig, da ich sie ja eigentlich nicht so lange behalten möchte. Auf jeden Fall relativ schnell loswerden. Dann Neymar hier mit diesem klasse Dribbling an 2 schon vorbei. Und dann am Ende kann er den Ball leider nicht einschieben. Aber Thomas ist wieder da und markiert den 5:1 Treffer. Dann Neymar hier, er hat den Keeper auf die andere Seite geholt. Und das wäre ein wunderschönes Freistoßtor geworden. Aber Neymar ist halt leider nicht der größte Freistoßgott in diesem Spiel. Hat relativ ordentliche Freistöße, aber ein Gareth Bale aus dem Karrieremodus kann er da nicht mal ansatzweise gefährden mit seinen hammergeilen Freistößen. Ne? 65. Minute, dann der 6:1 Treffer und ihr seht schon, in welche Richtung das Ganze wieder läuft. Und jetzt aufgepasst für das schöne Tor, das ihr, nein, das ist Moment, das kommt glaube ich gleich, das ist gleich, das Traumtor, auf das ihr alle wartet. Zunächst einmal skillt Neymar eine rote Karte herbei. Aber dann geht's weiter mit unserem rechten Flügel. Neil, der irgendwie linker Mittelfeldspieler eigentlich ist, findet wieder Thomas. Dieser setzt den Ball in die Mitte zu Mulumbu und der Ball landet am Ende wieder zum richtig stehenden Neymar. Der markiert seinen, ich glaube, 5. oder 6. Treffer in dieser Partie. Also ziemlich, ziemlich ordentliche Partie mal wieder von ihm. Und ich bin auch froh, dass ich mal wieder ein bisschen Division 5 spielen kann. Jetzt aufgepasst. Neymar am 1. vorbei. Neymar am 2. vorbei. Neymar am 3. vorbei. Neymar nochmal am 3. vorbei. Neymar mit 25 Meter Tor! Geiles Ding. Geiles Ding. Also da habe ich auch schon überlegt, das könnte man in meinen Ordner schöne Tore packen. Irgendwann werde ich auch mal wieder eine Goal-Compilation raushauen. Keine Sorge, da habe ich noch einfach so viele Tore gemacht. Also ich habe halt die ganzen Tore von Anfang von FIFA gespeichert und habe irgendwie seitdem keine richtige zustande bekommen. Das Tor war auf jeden Fall zu viel für den Gegner, weil es einfach sensationell geil war, fand ich. Und ich denke mal, ist auch ein ganz guter, ja, ein ganz guter Vorgeschmack auf das, was hoffentlich noch kommt. Alles mit dem Neymar Road to Glory, denn ja, solche Tore, auf sowas würde ich natürlich gerne öfter hinaufbauen. Und ansonsten geht es natürlich weiter mit unserem Team. Und da es leider nicht so viele Bronze-Brasilianer gibt, ja, ist es auch relativ schwer, die zu finden oder auch relativ schwer, sie billig zu finden. Das ist leider auch nicht so einfach, denn sie haben meist, kosten dann meistens schon ihre 350, 400 Münzen, leider Gottes.
Aber egal, das wird schon noch zu stemmen sein. Und dann kommen wir gegen dieses Team, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wieso? Wir kommen schon die ganze Zeit gegen Goldteams. Wieso jetzt auch noch gegen ein 100er Chemie-Team mit Higuain, Modric, Kaka, Sanchez, Pedro und so weiter und so fort. Sergio Busquets. Erste Chance geht aber an uns. Neymar ist durch nach 8 Minuten und muss das 1-0 erzielen und knallt das Ding gegen die Latte. Ach, wirklich unfähig in dieser Situation. Allerdings kämpfen wir um den Ball und der Gegner kriegt den Ball jetzt irgendwie gleich nicht raus. Aufgepasst. Wir bleiben die ganze Zeit am Ball, haben jedes Mal die Chance auf einen Schuss, aufs Tor oder auf ein Tor, aber er schafft es einfach nicht zu klären, weil er zu blöd ist, den Ball einfach mal rauszuschießen. Muss man in diesem Fall ja so sagen. Ball bleibt die ganze Zeit gefährlich. Jede Situation könnte ein Tor werden. Nein. Oder doch, denn er kriegt den Ball halt einfach nicht weg. Nächste Gelegenheit, ihn rauszubekommen. Diesmal schießt er ihn nicht weg. Ball kommt zu Neymar und diesmal hat er den Ball wieder verloren. Na klar. Aber der Gegner, was spielt er ihn? Genau, wieder direkt zu mir. Neal diesmal, unser rechter Flügel, macht das 1-0. Nachdem der Gegner ihn irgendwie gefühlte 10 Minuten lang nicht wegbekommen hat vom eigenen Tor, ist der Ball letztendlich dann drin. Dann ist es wieder Neymar auf Außen, wird nicht richtig attackiert, zieht einmal kurz in die Mitte, hat den Ball offen und ja, sehr gutes Tackling, aber wieder das alte Problem, er kriegt den Ball nicht weg, am Ende der Schuss das erste geblockt, der Ball kommt zu Neymar und diesen Ball lässt er sich dann leider doch nehmen. Hier sagt der Schiri, der Kommentator hat sogar, wenn ich mich erinnere, gesagt, und es gibt eine Ecke und eigentlich hätte es gar keine gegeben, hätte der Verteidiger ganz besser reagiert. Dann aber die erste Chance für ihn und was für eine Doppelpfosten. Da war er auch ein bisschen selbst geschockt. Der Gegner hat sich die dreimal angeguckt, die Wiederholung. Dann allerdings wieder sein Fehler. Der Ball landet am Ende bei Neymar und aus dieser Position kann Neymar eigentlich nicht verfehlen. 2-0 Führungstreffer und es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Mir war klar, der Gegner würde jetzt so langsam auf Offensiv stellen. Das heißt, ich muss meine Konterchancen nutzen, wie diese sensationelle Pass auf Neymar, Keeper kommt raus und mittlerweile komme ich damit immerhin halbwegs ordentlich zurecht. Ich verschieße zwar immer noch 8 von 10 dieser Großchancen, wenn der Keeper den Ball, wenn der Gegner den Keeper so halb rausholt. Aber mittlerweile klappt's gut. Und jetzt aufgepasst, wenn wir schon bei Traumtoren sind. KK, 30 Meter, sagen wir 27. Ja, da kann ich nichts mal im Ansatz gegen was machen. Wenn man weiß, wie man diese Freistöße in FIFA 13 schießt, ich weiß es so halb, aber auch noch nicht so richtig ganz, dann kann gegen diesen Freistoß kann ich im Leben nichts machen. Egal wie ich die Mauer stelle oder springe, der war einfach perfekt. Ja, Gegner stellt dann wie gesagt auf sehr offensiv und dann hatte auch noch mehr als Glück, dass Sergio Busquets diesen Ball irgendwie im Tor unterbringt. Also erstmal diese Ballmitnahme und dann dazu noch dieses doppelte Glück, dass er gar nicht schießt, sondern den Ball eher ab reingefälscht wird. 3-2 plötzlich nur noch und es wurde wieder richtig eng. Und wenn es richtig eng wird, ja, was entscheidet dann meistens? Na klar, eine Ecke ist ja, nein, Narami ist es diesmal, 3-3. Und ich dachte mir, dann allerdings hat er, ich dachte mir, jetzt könnte es richtig bitter werden. Allerdings schaltet der Gegner wieder ein paar Gänge runter und Neymar ist völlig frei durch. Den darf er gerne auch mal machen und dann ist das Ding hier entschieden. Allerdings, ja, war ich der Einzige, der danach noch wirkliche Großchancen hatte. Wieder Neymar, wieder völlig frei durch. Das muss jetzt einfach das Tor sein, aber anstatt zu schießen, probiere ich ihn rüberzulegen. Und schaffe es nicht, den Ball zu verwerten. Naja, unser erster Nicht-Sieg, aber weiterhin ohne Niederlage bleiben wir in dieser Serie. 3-3, diesmal gegen dieses starke Team. War ein ausgeglichenes Spiel, aber am Ende hätte ich es wohl doch verdient, das Ding zu gewinnen. Neymar mit einer klasse Statistik von 4 Spielen und irgendwie 10 Toren oder so. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.